Startschuss zur dritten Auflage der Radrundfahrt Westerwald. Von Grenzau aus machten sich die Radfahrer im Pulk auf den Weg durch den herrlichen Westerwald. Organisiert von Münz Sportkonzept gehen hier aber nicht Zeitenjäger auf die Strecke, zumindest nicht an diesem Tag. Die Radrundfahrt gibt den Radlern die Möglichkeit, die Region zu erkunden. Also der Westerwald ist genial, Radfahren hier ist wunderschön, die Strecke ist wirklich ein Traum, es ist wenig Verkehr und die 100 Kilometer vergehen wie im Fluge. 100 Kilometer absolvierten die Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein. Auch das längst keine Selbstverständlichkeit im Sommer 2012. Doch die Radfahrer hatten Glück. In drei Pulks ging es auf die Strecke. Je nach Leistungsstärke konnte man mit 25, 27 oder 29 km/h durch den Westerwald radeln. Führungs- und Schlussfahrzeuge sorgten für ein professionelles Renngefühl und natürlich für die Sicherheit auf der Strecke. So ein bisschen wie bei der Tour de France, so durften sich die Teilnehmer fühlen. Und ab und an war es sogar richtig anstrengend. Also normalerweise fahre ich lieber an der Mosel oder wir haben auch bei uns unten, ich komme aus Horsheim, auch so eine Runde, die nennen wir Westerwaldrunde. Allerdings geht es dann nur das Seintal hoch und bis Selters und von da aus wieder zurück oder halt oben über Montabaur dann zurück. Dann sind da nicht so viele kurze, knackige Steigungen drin, die es heute natürlich dann extrem hart gemacht haben für alle die, die das Radfahren nicht so gewohnt sind. Dennoch blieb auf der Strecke ausreichend Zeit, den Westerwald zu genießen. Für erfahrene Weller wie auch für neue Gäste im Westerwald. Ich kenne den, weil ich in Benloch wohne. Das ist quasi meine Heimat hier. Und das ist ja klar, die Heimat lobt man ja ohnehin. Also eine schöne Strecke und war eine tolle Tour. Na, ich bin jetzt zum ersten Mal hier gefahren. Ich fahre sonst in der Eifel und das ist schon schön hier. Also schöne Anstiege, schöne Flusstäler. Kann ich nicht meckern. Zwischenstation in Goddard. Bei Kilometer 41 blieb kurz Zeit für eine Pause und eine Stärkung. Ein kleiner Snack, dazu ein kühles Getränk. Danach ging es weiter auf dem Rundkurs. Der führte unter anderem über Wittgard und Selters bis nach Steinebach an der Wied. Von dort über Weidenhahn, Ötzingen, wieder vorbei an Selters, dann nach Desen, Bendorf-Stromberg, Nauort und zurück nach Grenzau. Super Wetter, super Strecke, super organisiert. Also das Rennen bzw. die RTF, die war wirklich angenehm, war gut organisiert, muss man ein großes Lob an den Veranstalter aussprechen. Was ich mitbekommen habe, sind die Fahrer sehr zufrieden. Es hat gepasst vom Wetter, von der Organisation. Strecke ist wunderschön und bis jetzt alles prima. Zieleinlauf im Brexbachtal. Zurück in Grenzau ging es für die Teilnehmer noch zur gemeinsamen Pasta-Party. Und Veranstalter Bernhard Münz hatte noch einen Wunsch für die nächste Radrundfahrt. Also wir merken, es wird angenommen, es kommt auch immer mehr, aber da ist noch Potenzial nach oben und wir hoffen sehr, dass die Radfahrer das untereinander weitergeben und dass die Veranstaltung in den nächsten Jahren richtig starken Zuwachs hat. Den Westerwald auf dem Rad erkunden, wer es bisher noch nicht getan hat, der sollte es unbedingt mal versuchen.